Moin Moin, ihr Nerd-Taster. Ja, wie gesagt, hier gibt es ein paar Reviews am Start die nächsten Tage. Ich habe jetzt hier Bybass gesehen. Das tut wie ein schickes Mediabook von Cabler Pictures. Nochmal Dankeschön an die Bereitstellung von diesem Mediabook. Und wie der Film so ist, das sage ich euch nämlich jetzt. Nina Manning, Neuling bei der philippinischen Drogenpolizei und Teil einer Eliteeinheit, soll bei einer Razzia einen einflussreichen Drogenboss hochnehmen. Die Mission treibt die Ermittler tief in den labyrinthartigen Gassen der Slums von Manila, bis sie merken, dass bei der Planung schwerwiegende Fehler unterlaufen sind, die sie jetzt das Leben kosten können. Als sie dann noch in einen Hinterhalt geraten, bleibt ihnen keine andere Wahl. Sie müssen sich ohne Rücksicht auf Verluste den Weg freischießen, um dieser Hölle Leben zu entkommen. Ja, hier steht nochmal drauf. Ray trifft auf Sicario und natürlich so ganz gerne ganz geile Fakten, was man ja mal gerne auf solchen, sag mal, Backcovern rausschreibt, wie nämlich 309 Stuntleute, 928 Liter Blut, 15.323 Patronenhülsen, 73.075 Sprengkörper und 251.226 Gramm Schießpulver. Symphonisch choreografierte Non-Stop-Action in den labyrinthartigen Stunts von Anila. Also, ja, ich muss sagen, das ist natürlich sehr übertrieben gesagt, aber kann auch sein, aber merkt man trotzdem Film nicht an. Kommen wir zu den positiven Dingen. Klar, so die Action, das ist so, und die Choreos sind schon nicht schlecht gemacht. Das ist alles solide. Auch so vom Schauspiel ist das okay. Man merkt, es ist eine philippinische Produktion. Trotzdem hochglanzmäßig. Kameras wirklich toll. Auch diesen Hollywood-Look, den man ja hat, halt schön cinematisch dargestellt. Das kann man den Film auch nicht abstreiten. Der braucht aber sehr, sehr lange in Fahrt zu kommen. Aber es macht gleich irgendwie bis zum Ende positiv. Drehbuch ist nicht so ganz geil. Aber ja, also ihr merkt schon, der Film braucht irgendwie ein bisschen, ist C, und da kommen wir nämlich zu den negativen Punkten. Ja, das Drehbuch. Das Drehbuch ist wirklich so geschrieben, wenn man sagt, okay, will jetzt der Film wirklich spannend werden oder will er irgendwie, weiß ich nicht. Der Anfang ist, ja klar, man möchte irgendwie reinkommen, möchte ein bisschen Hintergrundstory haben, die Hinterleuchtung, was passiert überhaupt in dieser Academy. Hätte ein bisschen länger sein können, muss ich mal so sagen. Das andere paar Sachen hätte man kürzen können, die waren dann sehr unspannend. Und wenn es auch irgendwie zu den Fights kam, da fühlte ich mich immer irgendwie so, dachte, okay, der hätte irgendwie mehr geil Action sein können. Habe mich so ein bisschen gestört, wo ich sagte, die ganzen Fakten da drauf, vielleicht hätte man sie gar nicht rausschreiben sollen. Es war wirklich auch nicht so super geil blutig. Vieles war aber handwerklich, das hat man gesehen, da war nicht viel CGI drin gewesen. War gut umgesetzt. Ja, ihr merkt schon, Wo die Richtung hingeht. Ich sag ja, das war irgendwie so ein bisschen zäh, das Ding. Und ich habe jetzt The Come Night For Us noch nicht gesehen auf Netflix, aber viele haben den verglichen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und kann sagen, dass dieser Film durchweg, sag mal, wirklich nicht so blutig war. Da muss man einfach sagen, FSK 18 steht drauf und da muss man eigentlich schon sehr knallhart sein. Auch die Fikes, da muss irgendwie, ja, vielleicht ist man auch vielleicht heutzutage ein bisschen zu viel. Irgendwie braucht man mehr, aber da habe ich schon bessere Sachen gesehen in den Choreos. Aber die waren gut umgesetzt. Ne? Auch da waren auch schauspielerisch waren da ein paar Namen drin, die kenne ich natürlich jetzt nicht. Ich bin im philippinischen Kino nicht so unterwegs, aber der eine war ein Wrestler, der hat das eigentlich die Sachen in seinem gut gemacht. Der hatte nicht so viele Dialoge, aber der Cast war noch so ein bisschen mit dem, ja, mit der Kameraarbeit das Bessere an diesem Film. Klar, die Musik, die Sound, Locations waren ziemlich geil in Manila. Das Ende hat dann auch wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Man merkt aber, dass der Film halt doch hätte mehr machen können, sag mal. Also das hätte man mehr rausholen können, der Regisseur und der Drehbuchautor. Und so bleibt das halt so ein Werk, wo man sagen muss, hätte besser sein können. Somit geht Bybass handwerklich in Ordnung. Ist halt so ein solider, ja, nicht mal solide, ich sag mal, unter dem soliden Punkt, halt ein Film, den man sich angucken kann auf dem Sonntag oder so weiter. Man kann ihnen eine Chance geben oder guckt ihn auf Netflix im O-Ton an. Da läuft er ja auch gerade. Natürlich werde ich euch immer die Sachen hier empfehlen, weil, ja, da habt ihr auch mal besseres Bild in den Ton. Das kann man auch hier sagen, ist wieder sehr gut umgesetzt. Und die Mediabooks sind halt von Cape Light. Und das ist eine ehrliche Meinung und nicht nur, weil ich irgendwie hier Geld absahen will, sind hier diese Mediabooks. Da habe ich auch schon mal Cape Light für gelobt, auch den Kontakt, den ich hier habe, dass die wirklich schön umgesetzt sind, die Mediabooks von Cape Light, weil die sind was für Sammler und die lassen mir es einfallen. Die sind jetzt Hochglanz, beim Schneeflöckchen war es ein bisschen rau und bei Lord of Illusions war das halt so ein bisschen silberfarben. Und das ist wirklich ein schönes Mediabook, wie man das hier so sieht, hier vorne das Cover, schön lilafarben, ziemlich Comic-Look-mäßig. Hinten dann auch die Hauptcharakterin, sag ich mal, die ja dann hier dargestellt ist, sehr, sehr, sehr schön. Und natürlich habt ihr dann hier natürlich Blu-ray wieder drin und die DVD, aber dann halt sehr schlicht und dann das Booklet. Und die Booklets finde ich immer sehr interessant, die sind immer 24 Seiten lang. Und ja, also ihr habt natürlich auch nochmal ein Sheet hier hinten wieder, ne, das lose Ding hier. Und da stehen natürlich auch drin, sind immer hier Extras vorhanden, Making-of hinter den Kulissen. Also die Mediabox kosten auch gar nicht viel, wenn ihr überlegt. Eine Blu-ray kostet schon fast 16,99 €. Da könnt ihr auch die 5 € mehr ausgeben und gönnt euch ein Mediabook
von Cabler Pictures. Gut, jetzt genug Werbung gemacht. Ne? Was habe ich dem Film gegeben? Ich habe den einem Film 6 von 10 gegeben. Somit ist das ein Film, den man ja gerade noch so empfehlen kann. Ich hätte ein bisschen mehr gewünscht, sag mal. Vielleicht bin ich da auch vielleicht ein bisschen zu hoch angegriffen und habe gesagt, ich habe vielleicht auch so hohe Erwartungen von diesem Film. Aber was würdet ihr denn dem Film geben? Habt ihr euch den schon angeguckt? Oder werdet ihr euch den anschauen? Ab in die Kommentare. Natürlich die gängigen Mittel hier. Ein Abo dalassen, ein Like. Und ich würde sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao, bam!